Neu ist zum Beispiel er. Martin Kaufmann hat offiziell das Amt des Leonberger Oberbürgermeisters angetreten. Zum Start gab's die Amtskette umgelegt und natürlich jede Menge Grußworte. Von Backnangs OB Frank Nopper zum Beispiel. Auch Landrat Roland Bernhardt und sogar Verkehrsminister Winfried Herrmann haben sich ein Hallo im Amt nicht nehmen lassen. Nach der offiziellen Feier haben auch die ganz normalen Leonberger Bürger ihren neuen Rathauschef begrüßt. Zu denen jetzt auch der Vorgänger Bernhard Schuler gehört. Neu ist auch die Deko in den Merkaden. In Böblingen geht's mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum ist auch wieder mit dabei. Der Roundtable des Lions Club hat wieder einen Wunschbaum aufgestellt. Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen konnten Wünsche aufschreiben und sie an den Baum hängen. Jetzt dürfen die Böblinger Christkind spielen und die Wünsche erfüllen. Bis zum 18. Dezember können Sie Wunschzettel abnehmen, die Geschenke besorgen und im Landratsamt abgeben. Dann kommen Sie noch rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kindern an. Und auch das ist neu, die größte Krippe im Kreis. Zwar wird sie schon seit Jahren traditionell in Renningen aufgebaut, aber jedes Jahr mit einem anderen Thema. Dieses Jahr hat es scheinbar etwas mit der Zeit zu tun. Auf jeden Fall sind Jahreszeiten und jede Menge Uhren zu sehen. Viel mehr wollen wir aber noch nicht verraten. Schließlich befindet sich die Krippe noch im Aufbau. Am 3. Advent wird sie feierlich eröffnet. Dann sind wir in BB natürlich wieder mit dabei.